Den habe ich in der U14 einen Nike-Vertrag bekommen mit 13 Jahren. Und den habe ich jetzt immer noch. Hallo? 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 Elias? Hörst du mich? Mann, Digga, das ist so anstrengend. Hallo? Sag hallo? Ja. Hörst du mich? Ja, gut. Momo? Momo, wie geht's dir? Alles gut? Wie geht's? Alles gut, danke. Sind Berge, Bro? Sind Berge da? Sind Berge? Nein. Sind Berge in Neuruppin? Bruder, nein, in Österreich. Nein, ja. Was ist los, Momo? Wie ist geht's gut, dir? Bro. Ich hab gesehen. Ich hab gesehen, heute im Livestream gute Tore ab und zu von euch. Von ja, Hertha Bro. Livestream. Ja, Bro. Bro, was soll ich denn sagen? Sag, was du willst. Bro, kannst du mich hier pushen? Ne? Leute. Wie kriege ich dieses Blaue? Vom Namen. Wie heißt du denn? Wie heißt denn? Wie heißt denn? Nee, 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 nee. Wie heißt denn? Wie heißt denn? Der Mann will einen Stromschlüssel. Er kriegt? Wie heißt er denn? Schreib mal was rein, Momo. Schreib mal, Sidney hat einen großen Schwanz. Schreib. Und der Mann? Ne, du bist noch nicht blau. Ah, doch, ja, jetzt. Danke. Jetzt hast du einen ja, du hast einen Schraubenschlüssel, jetzt kannst du arbeiten, großer. Ja, ja, super. Was bringst du jetzt? Momo, was bringt dir jetzt der Schraubenschlüssel? Ich weiß nicht. Leute, für alle, die nicht checken, was hier gerade passiert, ich bin gerade in Skype mit Sidney Jordan und Momo Kiprit. Drei Fußballprofis von Hertha. Digga, habt ihr eigentlich nichts zu tun die ganze Zeit? Ihr müsst doch schon mies kaputt sein. Ja, sind wir auch, aber was sollen wir machen? Ihr hattet zweimal Training heute, wa? Ja. Wann habt ihr morgen? Ach, ihr habt morgen ein Spiel. Ja, morgen ein Spiel. Wir gucken gerade deinen Stream. Ehrenmänner. Das ist langweilig. Wir haben gerade Netflix, wir haben Stranger Things. War gut. Staffel haben wir haben zwei Tagen durchgeguckt, neun Folgen. Ich habe gehört, aber dass sie gut sein soll, eigentlich. Die dritte aber Staffel. Okay. Soll die beste sein. Auf den Hocker gehauen. Soll die beste auf jeden Fall sein. Mich. Auf jeden Fall nervt uns Momo Kiprit die ganze Zeit, kommt immer in unser Zimmer. Wann streamt Eli? Wann streamt Eli? Ich brauche Follower. Also, Jungs, folgt dem Kerl. Leute, folgt alle Momo. Folgt alle Momo Kiprit. Folgt nicht mehr Entscheidung, folgt nur Momo. Aber Momo hat falschen Zeitpunkt. Die Weekend-League-Streams da sind. Weißt du, wie glücklich er mich gerade anguckt? Er hat einfach Herzaugen gerade. Oh mein Gott, was für ein Tor. Hast du gesehen? Ey, wie schnell ist bei euch? Das Tor von Salah, meinst du, ne? Ja, ja. Er muss immer donnerstags im Stream sein. Donnerstags sind immer die Zuschauer am Start, Digga. Weil Samstagabend, jeder streamt gerade. Aber trotzdem, Leute, danke für fast 400 Zuschauer. Ja, ich hab Dienstag Geburtstag, Dienstag Geburtstag, Jungs, folgt ihm alle. Ja. Guck mal im Chat, alle schreiben deinen Namen. Gefällt ihm. Momo, sag noch was, dass du dir folgen. Tschüss. Ihr seid die Besten. Er mag Berge. Momo, wie ist bis jetzt Trainingslager für dich? Gut. Wie ist die Luft? Wie ist die Luft da? Bruder, die Luft ist nicht so gut wie in Österreich. Nein. Wie ist Training? Sei ehrlich. Ist anstrengend? Ja, Bro. Schiedsrichter. Aber gehört dazu, Vorbereitung. Sollen wir, wenn ihr wieder in Berlin seid, Stream mit Momo machen? Momo? Ja, safe. Weil ich meinte, man kriegt viele Follower. Momo, wie viel hast du denn jetzt? Wie viel hast du jetzt? Mir fehlen noch 60 oder so zu 7000. Zeig mal, guck mal kurz auf Insta. Guck mal nach. Insta, ob was passiert ist. Oh, Elias. Digga, ich weiß gar nicht, wie viel es hier steht. Drei Follower oder so bekommen, ne? Was? Guck mal, das Tor. Ihr seid die Besten. Alter Typ. Zweite Mal sagt er das. Oh. Leid, geile Schweine. Damit, grüß mal von mir an Jordan. Ihr seid die Besten. Christian, du kannst Jordan selber grüßen. Er ist gerade im Chat da. Leute, mit ihm Videos und Streams. Momos, Digga, das wird witzig. Das wäre so lustig. Ich glaube, er wäre eine neue Legende für uns, also für unser Trio.
Eine gute Ergänzung. Mal wieder einen neuen Wind hier reinbringen. Folgt Sydney und Edi, da verpasst ihr nichts. Ich muss sagen, dass die dir folgen. Sag was Cooles. Sag einfach irgendwas. Halb auf 24-Stunden-Stream. Oh, Leute, 24-Stunden-Streams werden kommen. 24-Stunden-Streams werden kommen mit denen. Also mit Sydney safe. Bei John bin ich mir noch unsicher. Er wird bestimmt ab und zu dabei sein. Schöne Grüße. Aber ich weiß nicht, ob er die ganze Zeit da sein wird. Ich lass dich nicht mehr rein. Hau rein, Bro. Momo, hau rein. Sag nochmal danke. Rein, viel Spaß. Wir sehen uns die Tage. Danke, Edi, Bro. Bitte, Bro. Ey, das ist ja so krank, Edi. Stop it. Wie viele Abonnenten? So, ist er raus? Wie viele Abonnenten hat er? Ja, er ist nicht mehr im Zimmer. Wir lassen ihn noch nicht mehr rein. Mit wem? Zweierzimmer, du und John, oder was? Ja. Was geht's, der Boss im Safe? Alles gut bei dir? Das war ja so krank gerade. Lass typ ihn doch, Junge, er ist dankbar. Lass ihn doch, er ist dankbar. Danke, Edi, Bro, viel Glück, ja, Bro. Ich glaube, er guckt gerade in sein Zimmer den Stream weiter. Er wird schreiben, safe. Er sagt jetzt, warum lästerst du? Jungs, folgt ihm alle. Also, nochmal zu gucken. Jungs, folgt alle Momo, er ist wirklich korrekt. Spielt auch mit Kanu und Jaschan im Team? Ja, Freunde, das sind Kappa. Profis von Hertha, die hier gerade. Was Kappa heißt. Man glaubt's nicht. Aber Momo ist echt schlau. Das ist der beste Mann. Wusch, Bruder, Dankeschön, Fasad Lang. Sieht gut aus. Ist korrekt. Kappa. Momo ist echt korrekt, hä? Kein Kappa. Ja, aber folgt ihm mal über Insta, falls er noch zuguckt. Mann, Digga, was sind das für Teams, Mann? Er wird jetzt jeden Tag fragen, ey, wann streamt ihr? Er wird so oft jetzt kommen. Vor allen Dingen, das ist ja eigentlich so, Digga, Samstagabend, Weekend League, da gucken. Das ist schon, Leute, Dankeschön für 400 Zuschauer. Weil gerade streamt jeder. Was glaubst du, was abgeht, wenn wir donnerstags Rewardstream machen und hier wieder 1000 Zuschauer sind, 1500 Zuschauer? Er dann, Digga, der würde er wirklich immer so 200, 300 neue Follower bekommen. Der muss vor die Kamera, ich schwöre dir, Eli. Meinung zu FCN. Mein Bruder, kannst du nicht quitten? Ich habe keine Meinung zu anderen Vereinen. Schiemann spielt U14. Gegen wen morgen? Gegen Eintracht Braunschweig spielen. Hast du gestern Hakim Ziyech gesehen? Nee, was denn? Was sagst du zum Berliner Derby? Nice, das jetzt. Wie findest du Lozano, Elias? Lozano finde ich. Habt ihr noch nicht gespielt, um ehrlich zu sein, aber ich glaube nicht, dass er so krass ist. Die Meta-Freunde ist dieses Jahr Kopfbälle und so und schwacher Fuß und das hat er. Ich habe keinen Lieblingsverein. Meinung zu Korai 247. Ehrenmann. Elfer verschossen, wer hat Elfer verschossen? Creator Code Sydney, ah ja. Moin, moin Leute, ich habe jetzt auch einen Support-Creator-Code, Sydney. Einfach eingeben, einfach bestätigen, mich kostenlos auf Ehrenbruder-Basis unterstützen. Kuss, geht raus. Morgen Rabonata. Machen wir wirklich morgen Tor, Junge. Er redet da die ganze Zeit. Innenverteidiger. Papa. Leute, Sydney ist gerade über Sydney hat wieder was geschrieben. Warum ist das? Sydney, Fußballprofi von Hertha, ist gerade über Skype hier. Ey, Judge G hat wieder geschrieben. Mit Bayern-Wappen. Ich krieg gerade Nachrichten bei Instagram von euch. Beantworte doch, du Abgehobener. Ja, ich bin noch gerade auf Dings, auf dem Stream. Sydney, kennst du Leon Brüggemeier? Ja, kenne ich. War bei uns in der zweiten Mannschaft bei Hertha. Ist jetzt bei Paderborn wieder. Paderborn! Sydney, 99er-Karte. Ja, stark. Sydney, was erreichst du bei der WL? Ich habe Elite 1 geholt, aber so eigentlich habe ich Elite 3, Elite 2. Das ist optimistisch. Elite 3, Elite 2. Nein. Ich war immer mindestens Elite 3. Ich glaube, mein Durchschnitt war so 24, 25. Ich habe ein paar Mal 26 geholt, zweimal 27. Ja, mit mir als Coach, Junge. Mit mir als Coach. Und oft rumgechoked. Mit mir als Coach. Ey, das wäre so witzig. Kriegst du mir? Kriegst du mir? Wir haben es jetzt wissen noch. Jawohl. Ja, weg, wir haben eine Toilette oder so. Ja. Ja,
Ja, weggeflogen! Dann sagt sie, hier ist Kade, ja. Ja, weggeflogen! Junge! Weißt du? Sydney, nicht so. Danke, BVB Ibo. Jordan nervt mich jetzt. Jordan, so ein lustiger Typ. Jordan will schlafen. Jordan fällt einfach aus dem Nichts. 5 Meter von ihm entfernt. Jetzt auf der Couch. Auf der Couch? Habt ihr im Zimmer eine Couch? Der Schwule halb nackt im Bett liegt. Hey! Was du? Ach so! Nike-Vertrag zustande gekommen. In der U14 war ein Turnier der Nike Cup. Das ist so wie die deutsche Meisterschaft in der U14. Gehostet von Nike. Und da war ich halt gut. Und dann habe ich in der U14 einen Nike-Vertrag bekommen, mit 13 Jahren. Und den habe ich jetzt immer noch. Mittlerweile bin ich 21 Jahre, das heißt, ich habe jetzt seit 7 Jahren Nike als Sponsor. Und was bekommst du? Du bekommst Sachen von dem umsonst, egal was du haben willst oder was? Ja,